Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe meinen Sealight jetzt weggeschmissen. Neun kann ich gerade nicht bauen, weil ich dafür die Mobile Vehicle Bay bräuchte. Und ich weiß es gar nicht. Können wir mal ausprobieren. Die treibt ja nicht mal bis an die Wasseroberfläche, wenn man die aussetzt. Das kann sie hier jetzt nicht. Ich habe das ganze Ding nochmal um eins höher gesetzt. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich speichere jetzt erstmal. Das Ganze nochmal eins höher gesetzt. Das habe ich jetzt aber wirklich zwischen den Aufnahmen gemacht. Ein bisschen mehr Sicherheit wollte ich da schon haben. So, dann machen wir uns jetzt hier einen schönen langen Glasgang. Hüllenstärke. So. Und, ja, irgendwie ist mir das jetzt aber auch zu weit weg. Also einmal ganz im Runden ist jetzt irgendwie nicht so richtig, ne? Ich hätte ganz gerne nochmal einen Mehrzweckraum hier eingebaut. Gut, wobei spricht ja eigentlich nicht viel dagegen, jetzt einfach hier mal einen einfach reinzusetzen. Von der Idee her. So, und habe ich nochmal 6 Titan? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, habe ich nicht. Gut, dann besorgen wir uns nochmal einen Titan und dann bauen wir dann noch einen zweiten Mehrzweckraum drunter. Gleich, also aquariumstechnisch. Welcome aboard, Captain. All systems online. Und ich glaube auch, dass wir müssen dann auch irgendwie mal ein paar Ressourcen sammeln, langsam. So ein bisschen, wird nicht ausbleiben. Ich bin ja schon gespannt auf die neue Kaffeemaschine. Es gibt, was es überhaupt noch gibt, es gibt jetzt wohl Ion, aus den Ionenkristallen gibt es jetzt wohl auch Akkus, die man sich machen kann. Es ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue mal eben der Einfachkeit halber hier eine Luke. Ne, vielleicht jetzt nicht unbedingt da. Hier eine Luke ein. Dann gehen wir hier mal hin. Wir bräuchten eine Leiter nach unten. Ja, vielleicht auch nicht ausgerechnet in der Mitte vom Raum, sondern genau da auch. So, dann können wir hier runter, dann können wir hier Verstärkungen einbauen nochmal. Was fehlt mir denn da? Och nö, echt jetzt? Jetzt fehlt mir schon wieder Titan. Ja, so wahnsinnig viel war es denn halt auch nicht, ne, was ich hatte. Mal gucken, machen wir es mal leer hier. Irgendwo ist doch, nee, ah, da war nochmal Lithium. Und auch ein bisschen Titan ist hier noch. Ah doch, ja komm. So, dann nehmen wir erstmal das Lithium mit. Das ist für mich gerade ganz wichtig, dass ich meine Basis hier so weit absichern kann, dass da nicht ständig Wassereinbruch herrscht. So, dann kann da eine Verstärkung rein. In den Schrägen bringen die halt am meisten. Gott weiß warum. Und da hier unten ja nur ein Aquarium reinkommt, müssen hier meines Erachtens nach auch nicht unbedingt Fenster rein. Das heißt, ich kann hier voll davon profitieren. Dann kann ich lieber oben Fenster einbauen, da habe ich mehr von. In die Richtung brauche ich jetzt aber nicht unbedingt ein Fenster. Nein. In die Richtung brauche ich nicht unbedingt ein Fenster. Das heißt, hier kommt nochmal eine Verstärkung rein. In die Richtung könnte man, muss aber auch nicht unbedingt, machen wir da eine Verstärkung rein. Und die Richtung muss jetzt auch nicht unbedingt ein Fenster rein. Ich weiß ja noch nicht, was das hier für ein Raum werden soll. Also dann bin ich erstmal meinen Inventarplatz los. Was kostet mich so ein... Ja, wo ist es denn hin? Moment, eigentlich müsste ich es bauen können. 4 Glas und ein Titan. Okay, das machen wir gleich als erstes mal. Nee, Glas habe ich gesagt. 1, 2, 3, 4 Glas und ein Titan. Und dann brauchen wir doch noch mal ein bisschen... Oh Mann, jetzt wird es immer...
So, und dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Quarz mit für Schränke und sowas. Und vielleicht mal ein bisschen Titan. Genau. So, dann rein da. Zack, darunter. Dann kommt hier erstmal ein Aquarium. Alien-Sicherungsbehälter rein. Mhm. Das ist gut. Dann könnten wir eigentlich hier... Quatsch, ich will keinen Pflanz. Ich will die... Welche nehmen wir denn? Die finde ich eigentlich ganz hübsch hier. Dann machen wir das doch mal so. Dann stellen wir uns doch hier überall wieder ein paar Töpfe auf. Ein paar Pflanztöpfe, würde ich sagen. Oder wollen wir die nach innen stellen? Ich glaube, die finde ich auf der Seite fast besser als auf der anderen. Dann bauen wir die mal ab hier. Wie viel packen wir denn da? Ich versuche das jetzt gerade mal so ein bisschen symmetrisch aussehen zu lassen. Und dann wäre doch eine Möglichkeit, dass wir die immer auf diese Flächen packen, oder? Das wäre doch mal was. Immer mittig von so einer Fläche. Dann sind immer zwei näher zusammen und zwei sind weiter auseinander. Das finde ich aber okay. Wenn er da nicht jedes Mal reingehen würde, würde ich es noch viel besser finden. Und dann können wir die mal irgendwie pärchenweise einpflanzen dann. Aber wir müssen uns dann halt auch Sachen besorgen, ne? Pilze oder sowas. Da, ich habe mir jetzt natürlich die ganzen Pflanzen, die ich da irgendwie hatte, jetzt nicht besorgt. Das muss ja nicht sein. Ich will ja auch nochmal einen Ausflug machen. Ich will ja nicht nur bauen. So. Eingangsraum. Keine Ahnung, was das jetzt hier wird. Weil du fällst doch aber total aus der Reihe da. So wie ich dich da gepflanzt habe. Das geht ja gar nicht. Und du kannst auch noch weiter nach hinten. Wenn du mich fragst. Ja, es ist nicht ganz in einer Reihe, aber man hat nicht das Gefühl, man stolpert drüber, ja. So passt das ganz gut. Naja, muss ich schon irgendwie... Hier oben auf einer Beobachtungskuppel, das wäre eine schöne Sache. Das könnte ich mir gut vorstellen. Haben wir denn noch ein bisschen Glas? Ja, dann würde ich mir ganz gerne hier ein Fenster gönnen. Das auf jeden Fall. Ugh. Ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir nicht ganz so nah dran sind an dem. Das jetzt, ja, hast du schon nicht so ganz Unrecht gehabt. Hast du schon nicht so Unrecht gehabt. Du hast nichts davon, wenn du so nah, dran bist. Das ist so schon gar nicht mal so schlecht hier. Was wollte ich denn gemacht haben? Ach so, Schränke. Ja, wo wollen wir denn jetzt Schränke reinhauen? Eigentlich in jedem Raum so ein bisschen, ne? Eigentlich, warum denn immer alles in einem Raum reinhauen? Das macht ja auch irgendwie gar nicht so viel Sinn. Pass auf, wir hauen da mal einen Schrank rein. Da hier drunter Fische sind, würde ich sagen, essen, trinken und... Hier kommt, hier Medizin und kommt denn hier, ja, machen wir das, Medis. So, die drei, ein Konstruktor könnten wir da dran brauchen dann, ne? Damit wir uns dann da Sachen machen können. Haben wir denn noch, ja, ein Schrank passt noch. Ein Schrank passt noch, auf die Seite könnten auch nochmal, nee, irgendwas fehlt mir hier. Echt? Zwei brauche ich dafür. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem da hinten machen will.
Das weiß ich noch nicht, was ich mit dem Raum da machen will. Den habe ich jetzt einfach erstmal nur hingesetzt, damit ich da überhaupt einen Raum habe. Das ist auch der einzige Grund, warum der jetzt gerade da ist. Ich würde sagen, dann sollte ich da auf jeden Fall aber erstmal ein paar Schränke reinhängen, bis ich einen Plan habe, was ich mit dem Raum machen will. Ich glaube, das könnte so schlecht nicht sein. So, dann machen wir das. Dann haben wir den daran. Ansonsten ist meine Cyclops ja ziemlich gut ausgestattet jetzt. Eigentlich könnte ich auch eine direkte, ne, wie Electrix das schon immer vorschlägt seit Ewigkeiten, eine schwimmende Basis. Und gut, die habe ich jetzt zusätzlich. Ich weiß echt nicht, aber jetzt meinte immer, echt, passen da jetzt keine vier mehr nebeneinander? Das war doch vorher mal der Fall. Moment, das gucken wir nochmal. Kann ich den ein bisschen nach links außen versetzen? Weil sie haben das Bausystem jetzt ja ein bisschen angepasst. Dass man nicht mehr in Dinge reinbauen kann, was auch gut ist. Jetzt muss man natürlich aber auch ein bisschen sehen, dass man... Nanu. Das wäre ja ungünstig, wenn wir da nicht... Och nee, echt jetzt? Man kriegt da keine vier mehr ran? Ach, das ist aber nicht schön. Moment. Wie heißen die? Ach komm, egal. Ach, das haben sie aber nicht schön gemacht. Muss ich sagen. Der muss da noch ein bisschen weiter nach außen gehen. Der linke hängt da auch weiter außen. Naja, dann hat er jetzt einen gewissen Mindestabstand zwischen. Und das hat zur Folge, dass es einfach nicht mehr passt. Gut, ja, dann können wir die auch weiter auseinanderhängen. Wenn das so ist, dann können wir den einen ja mittig packen. Ja, guck mal, dann muss ich doch mehr Räume sowieso ausstatten mit den Dingern. Und was wir da reinpacken, überlegen wir uns dann einmal. Machen wir das, dann nehme ich die auch nochmal eben weg. Es tut mir leid, dass wir das jetzt drei, vier Mal machen. Aber ich muss mich auch mal ein bisschen erst daran gewöhnen, dass hier Sachen anders sind, als sie vorher waren. Echt jetzt? Ah, ich habe doch keine. Ach, irgendwann musste das ja kommen. Ich weiß immer nicht, ob das so geil ist, dass ich muss mich jedes Mal... Ich muss mich jedes Mal, wenn ich hier bin, immer mit dem großen Schiff ganz durchwühlen. Obwohl, ich komme auch mit der Motte hier raus jetzt. Ich weiß nicht, lass uns das gleich mal versuchen. Also ich habe jetzt natürlich relativ weite Fahrtwege, sag ich mal, ne, um irgendwo hinzukommen, wenn hier meine Basis ist. Also, das wird immer eine größere Aktion werden. Wahrscheinlich sollte ich, na gut, dann fahre ich halt mehr mit der Cyclops, ne. Haben ja auch schon viele geschrieben, ja, wann fährst du mal mit dem großen Schiff? Und dann geschrieben, ja, ich kann da mal so aus Jux und Dollerei mal durch die Gegend fahren, aber so richtig was bringen du das ja auch meistens nicht. Jetzt habe ich wenigstens einen Grund dazu. So, okay. Was haben wir denn? Ich würde sagen, wir sammeln dann mal direkt das Quarz eben ein. Und das restliche Glas. Und Titan haben wir dann auch nicht mehr hier. Gut, ist das alles weg? Ich bringe mal eben ein ganz klein bisschen rüber. Weil wenn wir jetzt gleich losfahren und uns umschauen, dann... Titan.
Metalle. Und dann haben wir da Quarz, Glas und doch irgendwas anderes. Machen wir das so. Dann werden wir uns auch mehr Konstruktoren bauen als nur einen. Denke ich mir. Auch wenn es vielleicht unpraktisch ist, dann, das weiß ich nicht. Und ja, Kupfer und Gold und Silber würde ich ganz gerne dann mal eben auch wegbringen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Ich glaube, lass uns das Kupfer mal eben komplett wegnehmen. Ah, da können wir gut Bilderrahmen machen. Ja, komm, das lassen wir mal hier. Weil dann möchte ich jetzt lieber nochmal ein bisschen durch die Gegend schwimmen. Das ist ja selbst wenn ich irgendwie... Also bauen ist zwar auch schön. Aber ich versuche ja dann doch immer so ein bisschen unterschiedliche Sachen zu machen. Nicht nur stumpf über 3 Folgen ein und dieselbe Sache. Was denn? Lass mich doch rein, Motte. So, das funktioniert auch ganz gut hier. Ach, ich muss mich andocken, ne? Sonst kann ich die nicht... Sonst funktionieren meine Schränke drin wieder nicht. Ist natürlich... Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben... Ja, die Solarzelle bringt mir hier irgendwie Pups, ne? Sprich gar nichts. Das ist gerade so ein Bug, der mich an der Stelle das erste Mal so richtig stört, muss ich sagen. Das kommt weg. Das Seemotten-Umkreisverteidigungssystem kommt weg. Und dann nehmen wir lieber nochmal zweimal einen Kofferraum. Jetzt muss ich extra mit der Motte andocken, nur damit ich oben an meine Schränke rankomme. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Hat mich sonst vorher nie gestört, ne? Also, weil ich es auch einfach nicht gemerkt habe. Was, wo habe ich es denn drin? Nee. Oh, was macht denn das Lithium da? Das gehört doch nun wirklich nicht rein. Ich glaube, hier hinten hatte ich es drin, ne? Nee, hatte ich nicht. Hier, da, in dem. Fast. Dann in dem. Yep. So, nehmen wir nochmal die beiden mit. Dann lassen wir die beiden hier. Obwohl, wir können das lieber mitnehmen, können wir es ja. Ich kann ja ruhig im Inventar bleiben. Ja, so sieht's aus. Dann machen wir das so. Dann müssen wir jetzt nochmal schnell was essen nehmen. Ich habe ja nochmal neue Sachen angepflanzt. Wir schnappen uns mal ein Stück vom Knollenbaum. Okay, das bringt doch mehr Trinken. Ja, dann nehmen wir nochmal einen Knollenbaum. Zu viel darf ich auch nicht davon nehmen. Lass uns nochmal was zu trinken mitnehmen, auf jeden Fall. Es wäre blöd, wenn uns da was unterwegs ausgeht. Das ist LivePort 3. Okay, sehr schön. Gut. Dann gehen wir doch jetzt mal in die Motte und wir würden dann eigentlich ganz gerne jetzt auch mal nach, wir könnten nach Quarz mal gucken, ne? Ach. So, wo geht's raus? Da nicht, auf der Seite geht's raus. Ich kann ja mit dem Ding jetzt abhauen. Ich darf halt nur nicht unter 900 Meter kommen. Es ist echt eine knappe Kiste, ne? Und so ein paar gefährliche Fische sind hier ja durchaus. Oh, Mann! Ey, fall mir doch nicht in den Rücken! So, wir brauchen weitere Kofferräume. Genau. Ich habe jetzt auch nicht wirklich großartig Spielraum zum Verteidigen. Naja, hier ist auch noch tun die meiner Motte auch was oder sind die gar nicht so nachtragend, die Jungs hier?
Gut, hier ist Uran und hier ist... Hier ist auch Quarz. Und hier ist noch... Nanu, schon wieder? Ich meine... doch letztens erst gehabt mit dem Gelsack. Diamanten können wir uns natürlich... Ah, kristallines Aluminiumoxid. Oh, das ist aber schön. Hm. Ich meine, wo hier so viel Uran hängt, wäre es natürlich irgendwie clever, wenn man sich dann gleich einen Kernreaktor da unten baut. Ne? Ach, das ist Quarz. Das ist gar kein Uran. Das leuchtet nur so grün. Ach, wie schön. Dann wäre Quarz direkt vor der Tür. Oh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das ist ja praktisch. Das ist ja mal sehr praktisch. Ich habe eine Idee, wo ich meine Motte abgestellt habe. Ach da. Ah, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Oh, das ist gut. Kristallines Aluminiumoxid brauche ich nämlich bestimmt für irgendetwas. Und das habe ich mir nämlich überhaupt nicht eingesteckt. Aber vielleicht brauche ich es auch nicht mehr. Wie gesagt, das ist bestimmt für die für irgendein technisches Gerät, was ich jetzt auch schon wieder habe, draufgegangen normalerweise beim Craften. Aber okay, was ich habe, das habe ich. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, wenn man das mitnehmen kann. Ich bin gespannt, ob man neue Sachen bauen kann. Wie gesagt, man kann sich aus diesen Ionenkristallen jetzt wohl Batterien bauen. Die Ionenkristalle müssen wir natürlich nochmal aufsammeln, weil da habe ich jetzt keine mehr. Von. So, nehmen wir das erstmal mit. Ist hier unten noch richtig viel Quarz? Gehen wir doch mal hier hin. Und in der Hoffnung, dass es nachspawnt. Und auch so halbwegs zeitnah. Ich hätte jetzt sonst gedacht, dass ich da ganz in zurück muss zum ins Blattgelb-Biom. Aber ist natürlich cool, wenn ich das gar nicht muss. Na gut, das ist, so viel Quarz war jetzt hier auch nicht. Wir müssen da schon gleich noch weiter. Aber dann haben wir wenigstens ein bisschen was und hier kommen auch schon mal die ersten Fische, die wir mitnehmen. Komm her, Wirbelfisch. Dich will ich auch noch haben. So, jetzt hätten wir zwei davon. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Quarz mit. Die machen wir auch Geräusche hier. So, jetzt haben wir die ersten beiden Fische für unser Aquarium. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Dann können wir die da nämlich reinpacken und können dann schon mal die große Vermehrungsaktion starten. So, ist es schöner, weil da einmal durchgehend Quarz drin ist. Und dann kommt das hier rein mit den Gesäcken und den hier. Okay, okay. So, dann da nicht, hier da hoch, genau. So, dann fahre ich hier mal weiter und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Genau, hier sind ja noch ein paar gefährliche Fische. Ja, wie gesagt, Metall. Gut, wie gesagt, wo ich nicht dran gedacht hatte, ist, dass ich halt wirklich immer die Wege mit der Seemotte fahren, mit der Cyclops fahren muss, um hier irgendwie rauszukommen. Ich sollte mir hier vielleicht auch mal bei Zeiten das ein oder andere Beacon sitzen. Damit ich mich hier nicht verfranze. Obwohl es geht eigentlich. Man kann ja eigentlich doch weit genug gucken. Gut, okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.